va a votar. Está leyendo, está explicando. Und ich hab die ganze Zeit schon. Komm, 10-mal. Los, wir schaffen es jetzt. Komm hoch zu mir. Guter Mond, du gehst so still. Zweiten Teil 10-mal machen. Den zweiten Teil können wir noch nicht so richtig. Aber ich. Weißt du, wo es dann losgeht? Traurig folgen meine Blicke. Halt, 10-mal. Du zählst. Nein! Traurig folgen. Du hast gesagt 5-mal. Dann 5, weil du zählst. Dafür. Dafür. Na, wir haben doch schon 5, also! Aber wir können es doch noch nicht aus, wenn. Aber mach mal die Räuberbraut. Du hast aber gesagt. Fuchs, du hast, okay. Fuchs, du hast die ganz gestohlen. Gib sie wieder her. Dann gib sie wieder her. Sonst muss dich der Jäger holen. Mit dem Schießgewehr. Sonst muss dich der Jäger holen. Die steht da. Seine große, lange Flinte schießt auf dich den Schrot, schießt auf dich den Schrot, dass dich färbt die rote Tinte und dann bist du tot. Dass dich färbt die rote Tinte und dann bist du tot. Ja, ne? Was andere da ist auch gut. Aber guten Mond machen wir dann später mal wieder weiter, ja? Mein Hut, der hat drei Ecken, können wir dir beibringen. Das ist ganz kurz. Erstmal einmal vorspielen, die kannst du alles finden. Guck mal so. Mein Hut, der hat drei Ecken. Drei Ecken hat mein Hut. Und hat er nicht drei Ecken, dann wäre es auch nicht mein Hut. Und das sieht man 100 Mal hintereinander immer. Ich will 100 Mal hintereinander. Aber hast du schnell gelernt. Wollen wir machen? Mein Hut, der hat drei Ecken. Warte, ich mach doch erst. Ja, nur mal so viel, wie es ist. Nein. Hier, da. Das musst du hier gucken. Ja. Warte. Was sucht ihr denn? Mein Hut, der hat drei Ecken. 26, Nummer 26, Seite 26. Kennst du das? Kannst du es gleich mitlernen. Nein, hier. Nee, warte. 21. 27. Ja, da ist es. Oh nee, lass mal unser neues Lied. Mein Hut, der hat drei Ecken. Ich habe gerade noch ein neues gelernt. Guter Mond, da geht's zur Stille. Das ist ein schönes Lied. Guter Mond, Jesu. Nochmal drei Ecken oder den guten Mond? Weil der Anschieber vorher singt. Zuerst der gute Mond.
Mutter dann wieder kommt. Okay. Oh nein, dann geh schon. Okay. Da wird sie eben weg können. Sag mir, wo die Blumen sind. Dann singe ich jetzt mal mit Angie, sag mal, wo die Blumen sind, zur Erholung, ja? Kriegst du das mit ein bisschen, soweit du es kannst? Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen flüchten sie gestört. Traurig folgen
kannst du ein bisschen reingucken noch im Text. Ja, ich gucke auch noch. Luisa liest ja auch noch. Luisa? Luisa, können wir ein bisschen näher zusammenrücken und dann liest er zusammen, ne? Oder hat das Ding, hat es einen Strophen? Das hat 8 Strophen. Warum steht hier dann 7? Hat 7 Strophen, habe ich mir gesehen. 7 Strophen. Können wir was anderes? Aber wir singen dann erstmal nur die erste Strophe. Ja, ich mein Hut, der hat drei Ecken. Drei Ecken hat mein Hut. Und hat er nicht drei Ecken, dann wär's auch nicht mein Hut. Bei drei kannst du so die Finger drei hoch zeigen. Ne? Mein Hut, der hat und drei ich, Ecken. Und bei Hut kann man ja so machen. Genau. So hier also. Mein Hut, der hat drei Ecken. Drei Ecken hat mein Hut und hätte nicht drei Ecken, dann wär's auch nicht mein Hut. Was ist das? Mein Hut, der hat drei Ecken. Drei Ecken hat mein Hut und hätte nicht drei Ecken, dann wär's auch nicht mein Hut. Hätte nicht drei Ecken, dann wär's auch nicht mein Hut. Mein Hut, der hat drei Ecken. Drei Ecken hat mein Hut. Und hätte nicht drei Ecken, dann wär's auch nicht mein Hut. Das ist jetzt schnell gelernt, das Lied, ne? Hat nur eine Strophe. Mein Hut, der hat. Hast du mal alleine, ja? Ja. Mein Hut, der hat. Ohne mich. Ich mache immer die Gitarre so zwischendurch. Ja. Mein Hut. Drei Ecken.